Mit dem Einführung vom Internet ist es darum gegangen, was machen wir für ein Netz? Also es hat verschiedene Knoten. Es gibt verschiedene Übertragungsmöglichkeiten. Braucht neue Hardware. Was nehmen wir für einen Lieferant? Nehmen wir einen, der seit 10 Jahren noch gibt? Oder nehmen wir einen, der jetzt gerade gut ist und ist ein Eintagsflüge und wir haben den? Das weiss ich noch. Dort habe ich ein Projekt geschrieben und gemacht und für die Datenverarbeitungskommission unterbreiten. Und das ist dann auch durchgekommen und hat funktioniert. Ungefähr etwa Mitte 90er Jahre ist Internet aufgekommen in der Breite und alle haben den Wunsch gehabt, mit Internet, also auf das Internet können zuzugreifen. Nachher einfach die Kommunikationsmittel, die man dann zur Verfügung hat bekommen, mit Mail etc. Das ist natürlich riesig aufgekommen und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Abteilungen und mehr Leute so ein Gerät wollen am Arbeitsplatz haben. Zusätzlich haben wir auch müssen sicherstellen, dass wir die ganze Vernetzung, die ganze Verkabelung haben vorantrieben, damit die Geräte letztendlich auch ins Internet kommen. Am Anfang war es noch relativ spärlich, aber mit der Zeit hat man nachher alle Verwaltungsgebäude verkabelt mit entsprechenden Vorgaben und hat nachher dort die Möglichkeit gehabt, die Geräte können ans Netz zu hängen. Also man kann es nicht genug wiederholen. Wir sind wirklich in einer Situation, wo man dem sehr grosse Beachtung muss schenken, dieser Cyberkriminalität oder eben dieser Sicherheit. Meine Sicherheit ist natürlich nicht das Thema, das erst seit 2-3 Jahren auf dem Tisch steht, sondern eine sichere Informatik oder eine sichere Datenverarbeitung machen wir letztendlich schon seit Jahrzehnten. Aber es ist immer mehr aufgekommen, auch mit den Fällen, die man aus den Medien kann nehmen kann, wie angreifbar dass man letztendlich ist und wie schlecht vorbereitet, dass zum Teil Firmen oder auch vielleicht öffentliche Verwaltungen im kleineren Format einfach sind. Das war einfach noch kein Thema von dort an. Wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, beim Bollwerk, der SBB, hat beim Bollwerk die Informatik gehabt und grosse Glasscheiben, dann von der Stadt, vom Bollwerk her, sieht, wie modern das die sind und die Informatik haben und alles. Und heute tut man lieber alles in einem Bunker. Also es hat einfach total gekehrt. Früher haben sie noch gerne gelaufen mit der Informatik. Wir haben da, schauen und machen. Also die Cyberattacken, da hat man gerne auch nicht gekannt. Also da muss ich sagen, da haben wir es noch viel einfacher gehabt. Heute ist das ein riesiges Problem. Also da Hut ab von denen, die jetzt Zeug leitet, dass keiner ins System eindringt. Also da, heute braucht es im Verhältnis sicher einen Haufen Ressourcen und nicht mehr wie wir, die wir können programmieren und vorwärts machen. Ja. Das schwächste Glied in der ganzen Thematik ist der Mensch, weil sich der Mensch relativ schnell beeinflussen durch irgendwelche Situationen und nachher sich in eine blöde Situation begibt, wo nachher ein Sicherheitsproblem könnte entstehen.